Hallo, liebe Fußballfreunde da draußen. Jetzt geht's los. Das internationale Geschäft beginnt für uns, für FC Hansa Rostock. Und ich darf euch ganz herzlich begrüßen im Ostseestadion oder besser gesagt hier DKB Arena. Kiew kommt zu uns zu Gast. Und Kiew ist natürlich eine Mannschaft, die, wenn man sich im Fußball lange auskennt, auf jeden Fall in den 70er Jahren große Erfolge feiern konnte. Damals noch mit einem Oleg Blochin, ja, und auch jetzt in den neuen Zeiten auch immer wieder mit Oligarchen nach vorne gebracht. Also, wir müssen hier in der Champions League gegen Kiew antreten. Das ist unser erstes Spiel. Und ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft sich zusammensetzt. Hier sehen wir die Top-Tapin. Ja, man merkt, ich habe Urlaub. Hier die nächsten Top-Partien. Also unser Spiel auf jeden Fall gegen Kiew. Dann haben wir noch Schalke gegen Valencia. Und für mich das Knallerspiel, das wäre eigentlich noch besser für heute als Top-Spiel zu sehen. Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. So, und da sind wir auch schon bei der Mannschaftsaufstellung. Ja, wir haben zuletzt gesehen, dass wir ein Problem im Sturm haben. Und zwar der gute Poyampalo ist völlig außer Tritt geraten. Soll aber heute mal wieder von Anfang an seine Chance bekommen. Und den guten Gifalson möchte ich auch mal wieder mitnehmen. Und Clemens Reno, dem hier so ein bisschen das Internationale natürlich noch fehlt, dem lasse ich erstmal auf der Tribüne. Der kann sich das von außen mal anschauen. Und ansonsten würde ich jetzt gerne den Harry von Anfang an bringen, dass er auch mal wieder seine Einsatzchancen bekommt. Hannessen hat das bis jetzt gut genutzt, ist auch in der guten Form, aber wir sehen, er ist auch schon ziemlich kaputt. Kevin Prinz-Boateng würde ich jetzt im Moment etwas frischer einschätzen wie Aftegay. Der hat sich in den ersten Spielen schon ganz schön aufgerieben. Deswegen lassen wir den draußen. Genau wie Christoph Kramer kriegt hier seine Einsatzchance. Bender geht erstmal auf die Bank. Ja, Poyampalo ist auch nicht der frischeste, sehe ich gerade. So dass ich mich doch für Gifalson von Anfang an entscheide. Also das, so machen wir das jetzt. Wir müssen auch so ein bisschen auf die Frische achten. Dann sehen wir, Jonathan Tah und Ronny Markus sind beide ziemlich platt. Da bringe ich jetzt mal Ole Fleck von Anfang an rein, der bisher einen sehr guten Eindruck macht. Und für Jonathan Tah ja, auf den können wir nicht verzichten. Also den müssen wir jetzt nochmal durchziehen. Der muss jetzt einfach, auch wenn er von der Frische her etwas verloren hat, lassen wir ihn drinnen. So, und jetzt gucken wir uns den Gegner an. Ja, das ist jetzt nicht der allerstärkste Gegner. Da hatte ich eigentlich mit mehr gerechnet. Dragovic ist hier mir sehr bekannt. Memedi kennen wir natürlich noch aus den Zeiten. Ich glaube, der war bei Freiburg, ne? Und jetzt Mainz, glaube ich, im realen Leben, ne? Aber ansonsten sehe ich da jetzt keine Krachermannschaft, sodass ich jetzt sagen würde, das müsste eigentlich vom Fleck weg für uns laufen. Und ja, dann würde ich sagen, alles gesagt, gehen wir rein ins erste internationale Spiel. Eigentlich eine klare Sache für uns, also wir sollten hier mit 3 Punkten aus dem Spiel herausgehen. Bin sehr gespannt, schauen wir mal. Ja, herzlich willkommen hier aus dem Ostseestadion. Erstes internationales Auftreten meiner Mannschaft gegen Dynamo Kiew. Und meine Mannschaft hat in der Bundesliga noch nicht ganz zu ihrer Form oder zu seiner Form gefunden. Da ist im Moment noch unser Top-Torjäger Patrick Weihrauch noch nicht in der Verfassung der letzten Saisons, wo er uns ja mehrfach durch Weltklasse-Leistungen, ja, man muss es immer wieder betonen, er hat mehrere Jahre in der Weltklasse gespielt. Und jetzt hier das 1:0 für Kiew, das ist für mich sehr überraschend. Andriy
Jarmolenko schießt hier das 1:0. Das war, da haben sie uns kalt erwischt über außen. Da hat Heinz ein bisschen gepennt in der Mitte. Keine richtige Zuordnung zwischen Harry und Jonathan Tah. Und da ist es passiert. Und Lachodimos kann man hier überhaupt keinen Vorwurf machen. Der hatte fast gar keine Chance, hier einzugreifen. Ja, daran erkennt man, dass die Mannschaft noch nicht richtig so in Tritt ist. Ole Fleck haben wir gerade gesehen, der jetzt hier von Anfang an im Spiel ist, genau wie Harry. Und auch Kramer, den ich mal von Anfang an hier auflaufen lasse. Gifaldsson kriegt eine neue Chance. Und ganz ehrlich, im Moment ist so meiner Torjäger keiner so richtig in Form. Und ich hoffe, dass wir da heute was gegen unternehmen. Und dass wir heute da ja sehen, dass einer oder zwei Torschützen hier in Erscheinung treten. Ja, ich bin da so ein bisschen überrascht über diese Entwicklung. Wie gesagt, Patrick Weihrauch immer Weltklasse gespielt und ist dieses Jahr noch nicht mal in einer normalen Verfassung. Hat auch noch kein Tor erzielt. Da ist er. Ja, es fehlt ihm an Spritzigkeit. Irgendwie, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bin auch sehr gespannt auf eure Kommentare, wie ihr die Entwicklung da von Patrick seht im Moment. Im Moment läuft er da seiner Form echt hinterher. Ich glaube nach wie vor an ihn. Wie gesagt, so eine Art Nibelungentreue zu Patrick habe ich deswegen, weil er ja ist mit dem Erfolg der vergangenen Jahre ist ganz stark mit der Leistung von Patrick Weihrauch verbunden. Natürlich ist eine Mannschaft immer, die dahinter steht, wichtig. Ne? Du brauchst die Zuspieler, du brauchst auch noch auf anderen Positionen starke Spieler und die haben wir ja. Also jetzt alleine zu sagen, Patrick Weihrauch hat das bewirkt, das wäre falsch. Aber Patrick war auf jeden Fall ein Mosaiksteinchen des Erfolgs mit seinen vielen Toren, die er da erzielt hat. Er steht ja auch in der ewigen Torjägerliste. Ganz weit oben ist er ein Garant für uns, für unseren Erfolg. Und wenn der nicht trifft, oder beziehungsweise wenn er mal verletzt war, das haben wir immer wieder gemerkt, dann fehlt uns was. Aber gut, geben wir ihm jetzt erstmal die Chance in diesem Spiel. Jetzt gibt es eine gelbe Karte. Für wen? Okay, für Roman Mirosnik. Oder Mirosnik. Freistoß. Der Ball kommt gut. Aber steht leider keiner richtig. Und Konterchance für die Russen. Nee, für die Ukrainer. So ist ja richtig, für die Ukrainer. Memedi. Ja, der ging natürlich mal gründlich daneben, dieser Konter. Gut für uns, schlecht für Kiew. Stimmung ist verhalten hier im Stadion, wir hören das. Das ist alles sehr ruhig, man ist so ein bisschen... die Mannschaft ist noch nicht in Meisterschaftsform. Das ist jetzt auch eine Sache. Ja, und da war gerade Kevin Prince Boateng und... Ich dachte, jetzt trifft das erste Mal Patrick Weihrauch, aber das sah schon besser aus, das sah schon ein bisschen flüssiger aus in seinem Bewegungsablauf. Und Kevin Prince Boateng und Patrick Weihrauch haben natürlich unzählige Passformationen schon ausgetauscht und gespielt und die kennen sich, die kennen auch ihre Laufwege und das sah schon ganz gut aus eben. Ja, wie gesagt, Meisterschaft zu verteidigen, Champions League zu verteidigen, ist eine schwere Bürde. Zumal wir ja noch im DFB-Pokal weiter dabei sind. Und im nächsten Spiel können wir da eigentlich ganz gut punkten, sodass wir noch eine Runde weiterkommen können. Und das sind natürlich alles Belastungen für die Mannschaft. Und wir haben einen Kader von 24 Spielern oder 25, glaube ich, in der ersten. Das müsste auszuhalten sein, aber wir haben natürlich hinten dran auch nicht die Spieler schlechthin, sodass wir jeden 1:1 hier austauschen können, ohne zu sagen, da geht ein Qualitätsverlust mit einher. Und es ist ein Qualitätsverlust, wenn du natürlich Spieler von der Bank reinbringen musst, die nicht die Qualität haben wie die der ersten Mannschaft. Und wir haben eine gute erste Mannschaft, aber wir haben nicht eine gute zweite Mannschaft, sage ich jetzt mal dahinter stehen. Wir haben eine zweite Mannschaft, wo Talente drin sind, das muss man an der Stelle sagen. Aber jetzt die nächste Chance hier für die Ukrainer. Ja. Leute, es wird eine spannende Saison.
Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ich könnte im Moment keine richtige Prognose abgeben. Die Mannschaft muss sich selber jetzt beantworten, wo sie stehen. Die müssen sich selber beantworten. Wir haben auch wieder einige Verträge in der zweiten Mannschaft jetzt versucht, unter Dach und Fach zu bringen. Wir haben zwei Optionen gezogen. Wir müssen auch da weiterhin den Unterbau beibehalten. Aber es kann uns auch mal passieren, dass wir vielleicht mal eine Saison, vielleicht am Ende der Saison nicht mehr international sind. Und da haben wir gleich finanziell riesige Probleme. Wir können uns vielleicht ein Jahr erlauben, wo wir international nicht spielen. Und dann müssen wir aber auch schon einige Spieler abgeben. Und dann können wir mit dem Gehaltsgefüge und... Können wir nicht... Nee, das geht einfach nicht. Und hier schöne Parade von Vlachodimos. Wenn wir aber international bleiben und vor allen Dingen in der Champions League bleiben, dann können wir das Mannschaftsgefüge zusammenhalten. Und ja, schwierige Zeiten für uns. Schwierige Zeiten. Und die Mannschaft muss es jetzt hier auf den Platz richten. Im Moment, so sieht es jedenfalls aus, sind die Ukrainer ganz gut unterwegs. Ich hatte sie nicht so stark eingeschätzt. Und da ist das 2:0. Und für alle, die da draußen immer behaupten, 3D wäre nicht gut zu spielen. Ihr seht's. Wie gesagt, ich mache auch von den Einstellungen her das so, dass hier ein realistisches Spiel möglich ist. Also ich nehme zum Beispiel die Laufwege komplett raus. Das wurde mir mal als Tipp gegeben und das funktioniert sehr gut. Und dass meine Mannschaft derzeit nicht in bester Form ist, trägt dazu bei, dass wir hier im Moment 0:2 zurückliegen. Und für mich als Coach, für mich als Trainer beginnen schwere Zeiten jetzt hier in Rostock. Denn dass der Verein hier zu mir hält in schwierigen Zeiten, das haben wir gesehen. Aber es ist auch immer schwierig, gerade eine Mannschaft, die so lange zusammenspielt, wo wir die Hierarchie in der Mannschaft natürlich feststehen haben. Es ist immer schwierig, da den Erfolg immer wieder zurückzuholen. Und Patrick Weihrauch versucht hier wirklich alles. Aber ihm klebt der Schuss Pech an den Stiefeln. Das muss man wirklich so sagen. 45 Minuten sind rum und das ist hier eine triste Vorstellung meiner Mannschaft. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Und wir sehen es, Patrick Weihrauch mit der 4,5. Ich muss Dunis Avdija jetzt bringen. Der gute Prince Boateng ist in alles in allem in einer nicht guten Form. Hermansen muss mal reinbringen für Jonathan Tah, der hier wirklich unterirdisch spielt für seine Verhältnisse. Patrick Weihrauch vorne genau dasselbe. Und wir müssen jetzt hier den Einsatz erhöhen. Das ist ernüchternd festgestellt eine Scheißpartie für uns. Das ist scheiße. Da brauchen wir nichts Schönen. Und ich hoffe, dass die Spieler, die jetzt reinkommen, den anderen so ein bisschen Druck machen. Hannesson und Avdija. Von Avdija hoffe ich mir jetzt wirklich mehr Druck nach vorne. Da war er gerade am Ball. Schmitzkatz müsste man auch mehr von sehen. Das sind Leistungsträger in der Mannschaft, aber im Moment rufen sie das nicht richtig ab. Bei Patrick Weihrauch bin ich im Moment sogar gewillt, ihn wirklich das nächste Mal auf der Bank zu lassen. Vielleicht sogar auf die Tribüne zu schicken, weil ich glaube, der braucht mal so eine Denkpause. Oder er kommt jetzt nochmal, aber im Moment ist das wirklich alles andere als gut. So, Boswick Jackson jetzt. Kommt nicht vorbei. Ole Fleck spielt eigentlich sehr unaufgeregt da auf der linken Seite. Macht das gut, finde ich. Das könnte mal ein Mann für die Zukunft sein. Zumal wir ja nicht wissen, was mit dem guten Ronny Marcos passiert. So, und da war jetzt gerade Avdija. Scheint so ein bisschen was sich zu verändern in der Mannschaft. Das Spiel nach vorne
deutet jetzt jedenfalls an, dass ein bisschen mehr Druck von meiner Mannschaft kommt. Schön gespielt von Aftejai. Da ist Patrick Weihrauch. Leute. Boswick. Boswick setzt sich durch, Junge. Aftejai. Boswick. Ja, jetzt kommt ein bisschen mehr Druck. Aber dann die Kontergelegenheiten hier für Kiew sind echt beingefährlich. Ole Fleck. Fällt mir sehr gut auf der Position. Patrick Weihrauch. Schön abgelegt auf Güfalsson. Güfalsson kommt vorbei. Legt nochmal außen auf Schmitz. Schmitzkatz jetzt. Schmitzkatz. Der Ball kommt. Boswick. Güfalsson. Und das ist abseits. Und wir wechseln jetzt aus. Ich kann mir das Gewürge von Patrick Weihrauch nicht mehr anschauen. Obwohl er hat sich ein bisschen verbessert, ne? Ja, ich würde jetzt schon fast sagen, dass ich nochmal einen guten Julian Neu hier reinbringe, weil Boswick baut langsam ab. Lass mal Patrick drinnen, vielleicht macht er doch noch sein Tor. Also jetzt sehen wir auf jeden Fall eine zweite Halbzeit meiner Mannschaft, die etwas besser aussieht. Aber ob wir das nochmal rumbiegen, ich glaube es eher nicht. Güffertson hat jetzt ein bisschen Platz zum Gehen, was macht er? Patrick Weihrauch, Weihrauch. Also man sieht auf jeden Fall, dass Patrick Weihrauch nicht sich hängen lässt. Also er versucht wirklich mit aller Macht ein Tor zu erzielen. Und das Spiel nach vorne läuft jetzt auch besser. Wieder Güfalsson, Aftejai. Schöner Pass auf Patrick Weihrauch. Kommt er vorbei? Nein. Aber es gibt jedenfalls einen Freistoß. Und eine gelbe Karte gegen den Gegner, gegen Dragovic. Ah, es ist so wichtig, dass dieser Mann wieder in Weltklasseform kommt. Er muss ja nicht gleich Weltklasse sein. So, Andre Voronin kommt rein für Tomalenko. Ach, ne, geht vorbei. Julian Neu, der hat ja noch Kraft. Schön von Aftejai auf Patrick. Ja, 67 Minuten, also wenn wir da noch ein Unentschieden schaffen, dann ziehe ich den Hut von meiner Mannschaft. Ganz schweres Spiel. Es läuft einfach nicht. Aber die Spieler geben sich nicht auf. Güfalsson. 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 Oh. Ja. Der Sturm. Letzte Saison war es zu Beginn der Meisterschaft die Abwehr. Jetzt ist es der Sturm. Und der Sturm war eigentlich unser Prunkstück. Aber ich werde nicht gleich hier die Nerven verlieren. Noch ist es zu früh in der laufenden Meisterschaft, da absolute Rückschlüsse zu ziehen. Wir müssen sehen, wenn die Spieler treffen, wie sie sich dann entwickeln. Und Weihrauch arbeitet ja dran. Er versucht es. Ole Fleck ganz hervorragend, finde ich. Ja, jetzt mal ein Fehlpass, aber das kann dem Besten passieren. Eine gelbe Karte oder? Nee, Glück gehabt. Freischuss für die Ukraine, für Kiew. Ja, jetzt noch 16 Minuten, vielleicht noch ein bisschen Zeit obendrauf, aber viel wird es nicht obendrauf geben. Weihrauch, jetzt vielleicht mal. Schön, auf Aftejai. Da wäre vielleicht der Pass in den Lauf von Güfalsson besser gewesen, aber gut, er versucht's. Boah. Abseitsposition hier. Also Kiew spielt auf jeden Fall besser, wie ich dachte. Von der Aufstellung her habe ich gedacht, wir würden hier gegen ein Team auflaufen,
wo wir ganz klar gewinnen werden. Aber da hat uns, und jetzt verletzt sich Patrick Weihrauch. Und wir können nicht mehr auswechseln. Jetzt kann ich ihn nicht rausnehmen. Gibt nochmal eine gelbe Karte für Jean Graza, aber das nützt nichts. Er ist verletzt. Patrick Weihrauch. Tja. Ich werde diesen Mann nicht fallen lassen. Das auf keinen Fall. Egal, was jetzt für eine Verletzung da entstanden ist. Tunis Aftejai. Aber Patrick Weihrauch macht eine seiner schwersten Saisons durch. So viel steht mal fest. Er kämpft, er ackert, er rackert. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Verletzung nicht schwer ist. Da ist der verletzte Weihrauch. Und er versucht selbst in dem Zustand noch. Also das ist ein Kämpfer, der gibt nie auf. Der gibt alles für diese Mannschaft. So wie die anderen das eigentlich auch tun, aber es läuft nicht für uns. Und wir haben jetzt nach diesem Spiel ein ganz schweres Bundesligaspiel gegen Leverkusen. Und ich denke mir, dass Patrick Weihrauch wahrscheinlich nicht mit dabei sein wird. Blöd ist, dass man jetzt nicht auswechseln können, dass er sich da weiter quälen muss. Julian Neu kommt vorbei. Weihrauch. Aftejai. Güfolzson. Schöner Versuch. Kramer setzt nochmal nach. Weihrauch. Also er kämpft wie ein Löwe. Offizielle Spielzeit ist rum. Jetzt haben wir Schmitzkatz. Schmitze kommt nicht vorbei. Ja Leute, das Spiel ist rum. Wir sehen uns gleich beim Nachbericht. Da sind wir beim Nachbericht. Bester Mann ist Tunis Aftejai. Der hat die Chance genutzt, als er reinkam. Hat auch ein bisschen mehr Druck gemacht. Hannessen war dann eher eine dürftige Partie. Julian Neu aber auch mit einem guten Auftritt. Patrick Weihrauch ist verletzt. Und die Ukrainer, also Dynamo Kiew, hat hier aus ihrer Sicht betrachtet ein gutes Spiel hingelegt. Wir waren nicht in der Verfassung, dass wir Paroli bieten konnten. Und tja, das ist ganz, 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 ganz bitter. Gut, ja. Gehen wir nochmal in den Wochenverlauf und dann melde ich mich nochmal. Nee, bevor ich wollte nochmal die Ergebnisse hier nochmal schauen, wie die Tabelle aussieht. Wir sind auf letzten Platz. Paris Saint-Germain hat gewonnen gegen Real Madrid. Und wir sind ja hier in einer Todesgruppe. Insofern wird das jetzt nicht leichter. Na gut. So, wir werden jetzt nochmal ein kleines bisschen Nachbericht betreiben. Also das war jetzt kein gutes Spiel. Das war ein schlechtes Spiel und bin auch enttäuscht von der Mannschaft ein bisschen, wie sie das Spiel haben abgegeben, obwohl die zweite Halbzeit dann besser war. Aber das war jetzt gar nichts, ne? Ja, Jonathan Tah. War noch in der Elf des Tages. Und Tunis Aftejai war dann bester Spieler. Ja. Legt hier nochmal zu an Moralpunkten. Er ist eine Leitfigur, ganz klar. Pierlet Baski unterschreibt einen neuen Vertrag. Um 4 Jahre verlängert. Bram Vermeulen, das ist der 5. Stürmer. Also aus der zweiten Mannschaft, hat auch um 3 Jahre hier verlängert. Talent Alex Andres drängt sich auf. 17 Jahre. Vertrag kriegen wir im Moment nicht verlängert. Ja, ich
Ich hole ihn mal in die erste Mannschaft. Patrick Weihrauch ist verletzt. Für 3 Wochen. Eieieiei. Was hat er denn für eine Verletzung? Ja, das sind so die Verletzungen, die Patrick Weihrauch während seiner Karriere hatte. Also 2012, 2013 war es eine Bauchmuskelzerrung von 12 Tagen. Dann hatte er in derselben Saison nochmal eine Kapselprellung. Das war noch die Zeit, wo er in der Reserve gespielt hat. Dann 13, 14 hat er einen Innenbandanriss gehabt von 4 Wochen. Und dann begann die Zeit, wo er in die erste Mannschaft kam. Also wir sehen hier 14, 15 nochmal einen Innenbandanriss von 6 Wochen. Herausgesprungene Kniescheibe von 7 Wochen. Also da sind schon einige Verletzungen, dann auch leichtere Verletzungen dazwischen, aber jetzt hat es ihn halt zerbröselt. Eine Innenbanddehnung, die ihn jetzt zu 3 Wochen Ausfallzeit zwingt. Kevin Prinz erreicht neue Erfahrungsstufe. Hannesen erreicht neue Erfahrungsstufe. Ja, Freunde, das ist natürlich jetzt. Jetzt müssen wir uns in den nächsten 3, 4, 5 Wochen ohne Patrick Weihrauch was einfallen lassen. Ja, Jordan Hans gebe ich jetzt mal die Gelegenheit, in der zweiten Mannschaft zu spielen. Ja, da müssen wir jetzt also auf jeden Fall Poyampalo aufstellen. Und wir müssen noch einen Stürmer hochholen. Denn mit 3 Stürmern kommen wir nicht klar. Ich würde da gerne den Michael Wright hochholen. Mal für 4 Wochen. Und wir müssen mal gucken aus der Jugendmannschaft. Würde ich jetzt mal sagen, dass wir den Kohlbacher, der hat ja unterschrieben. Und zwar für 4 Wochen in die zweite Mannschaft reinholen. Dario Klaus müssen wir jetzt auch mal einen Vertrag anbieten. Für die zweite Mannschaft. Allerdings erst in der nächsten Saison. Probieren wir mal einen Vertrag zu geben. Das sind ja Talente, die können wir jetzt nicht einfach ziehen lassen. Genau wie hier Eisenhower. Würde ich auch gern für die nächste Saison, weil in der zweiten Mannschaft ist es ein bisschen schwieriger, die Verträge zu halten. Probieren wir es mal. Lass uns die wichtigsten Talente hier reinholen. B-Jugend. Es sind schon ganz gute Talente da, ne? Valentin Schuster, den würde ich gerne mal versuchen. Nächste Saison. Auch zweite Mannschaft.
Okay, Freunde, das war's erstmal. Ihr seht, ich versuche hier so ein bisschen an der Mannschaft zu basteln. Wir haben jetzt die erste Mannschaft ein wenig aufgefilmt. Die zweite Mannschaft müssen wir jetzt auf jeden Fall so. Dann kann er gleich mal zeigen, der junge Kohlbacher, zu was er imstande ist. Wir sind, also von Mollen ist noch gesperrt. Der muss noch zurückkommen. Ja, ein paar Spieler werden wir dann auch ausleihen müssen oder verkaufen müssen. Da müssen wir vor der Winterpause noch ran. Aber jetzt gilt erstmal das Hauptziel, die erste Mannschaft so zu besetzen, dass wir hier besser aufgestellt sind. Und Wright, da freue ich mich schon mal drauf. Ah, der will noch nicht in Verhandlungen eintreten. Okay, ja, Patrick Weihrauch wird ausfallen für 3 Wochen. Dann rechne ich nochmal mit der Rekonvaleszenzzeit von vielleicht insgesamt 5 oder 6 Wochen. Das bedeutet, wir werden in den nächsten wichtigen Spielwochen einen neuen Mittelstürmer finden müssen. Und ich hoffe, dass Poyampalo zu seiner alten Form zurückfindet. Dann Donis Aftejai hat wieder bewiesen, dass er in die Mannschaft reingehört. Das ist ganz klar. Wir haben mit Alex Endres einen jungen Mann, der nach oben aufstrebt, den wir jetzt mal mit hier versuchen wollen einzuarbeiten. Nitscham wird wahrscheinlich wieder ins Team zurückkommen. Dafür wird dann halt Kevin Prince-Boateng rausgehen. Und ja, meine Mannschaft macht im Moment hier wirklich einen Prozess durch. Ich denke mir, wir werden zur Winterpause auch auf dem Transfermarkt ein wenig tätig werden müssen und wir müssen ein wenig umstellen. Wir werden den Kader ein wenig durcheinander würfeln müssen. Das sehe ich im Moment so. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Aber im Moment ist die Mannschaft kein Gefüge mehr. Das, was uns in der Zeit, wo wir das Double geholt haben, ausgezeichnet hat, fehlt im Moment. Ich will aber nicht zu früh über die Mannschaft hier brechen, sondern wir warten die nächsten 4-5 Wochen ab, vor allem in der Zeit jetzt ohne Patrick Weihrauch. Vielleicht ist die Verletzung sogar gut für ihn, wer weiß, denn er hat im Moment keine gute Phase und jetzt kann er sich mal ein bisschen ausruhen, kann sich ein bisschen regenerieren und dann sehen wir weiter, wie es mit ihm weitergeht.